Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Maker 2 Online und einem weiteren Zuschauerlevel von Justin. Just a few more jumps. Der letzte Teil von Just a few jumps 4. Checkpoints verliere dich nicht. Der Weltrekord, tja, hat noch keiner geschafft. Abschlussrate 0%, 5 Versuche gab's. Ich werde dieses Video heute ohne Facecam machen, weil ich bin ein bisschen verschnupft und keiner will meine rote Nase hier irgendwo im Video sehen. Wir schauen einfach mal rein, lassen uns überraschen. Ich habe, glaube ich, in einem der letzten Videos gesagt, Justin hat schon lange kein Level mehr eingereicht. Jetzt ist es wieder soweit, es kommt ein Level von ihm und es werden wieder ein paar fiese Sprünge auf uns warten, beziehungsweise ein paar ein paar richtig gemeine Sprünge. So, müssen wir mal gucken. Ah, das geht schon mal. Das geht schon mal gut los hier. So, muss ich nach links oder muss ich nach rechts? Ah, hier oben gibt es nichts drin. Okay. Ich kann aber hier dran hängen bleiben, ne? So. Okay. Hey, schöne Effekte, ja, cool. So, hier oben kann ich da rein oder kommt da was raus? Es gab zumindest schon mal einen Checkpoint, das ist schon mal sehr gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, okay. So viel Röhren, da gibt es Leben. Sehr gut. Ich denke mal, in die Röhren hier kann ich alle nicht reingehen. Es gibt sogar, gibt es hier unten sogar eine Reset-Tür? Ja, es gibt sogar eine Reset-Tür, oder? Hm. Okay. Na, meine Güte. Ah, ich stelle mich aber heute auch wieder an, ey. Ich stelle mich aber heute auch... meine Güte. So, oh Gott. Hier nach oben. So. Ich weiß gar nicht, ob ich eigentlich nach hier oben... ob ich eigentlich nach hier oben muss, aber ich denke mal schon. Weil hier sieht es ja so aus, als ob es hier weitergeht. Wir haben zumindest immerhin schon einen Checkpoint erreicht. Boah, das ist ein fieser Sprung. Da darf man, glaub ich, gar nicht so hoch ansetzen. Und dann ist man einmal da oben und dann fällt man auch wieder runter. Schlecht. Ah, da sind diese komischen. Okay. Schnell hier rüber, weil ich glaube, dort unten ist die komplette Reset-Tür nach unten. Die wir auch schon gesehen haben mit dem Peace-Schalter. Okay. Diesmal geht's also nach oben. Ah ja, okay. Wir werden's doch irgendwie hinkriegen, denke ich mal. Wie gesagt, wir haben einen Checkpoint
schon ausgelöst. Aber von der Zeit her, denke ich mal, wird es nicht beim ersten Durchlauf klappen. Oh Gott, nee, da bin ich da oben, okay. Ah! Oh mein Gott, das war knapp. Ich weiß gar nicht, ob ich da ganz nach oben muss. Aber ich kann zumindest dann die... Ich kann zumindest dann den Checkpoint... Ah, nein, 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 nein. Okay, hier kommt man auch hoch. Ja, es sind ein paar angenehme Sprünge dabei, muss ich sagen. Aber... Ach Mann. Nein. Oh, willst du mich veräppeln, ey? Wahnsinn. Gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht. Warum komme ich denn da nicht hoch? Ich hasse diese komischen Donutblöcke. Nee, Donutblöcke sind's ja nicht. Sind diese komischen Springringer, ne? Weiß nicht, ob man damit einen Schlag durch muss. Eieieiei. Es gibt, glaube ich, 4 Checkpoints, wie er geschrieben hat. Nein. Ich komme mit den Blöcken nicht wirklich zurecht hier. Nein. Ich schieb das jetzt einfach alles mal auf meine Krankheit, ne? Naja, 100 Sekunden, alles gut. Ich hab hier unten einen Checkpoint, ist nicht so schlimm. Aber wenn die Zeit jetzt halt so schnell wird, dann wird man halt auch nervös, ne? Gibt's nicht. Das gibt's nicht, dass der die Sprünge so schlecht macht. Ja, ist ja gut, Toadette. Eieieiei. Nee, ich denke mal, das wird der erste Tod sein hier. 30 Sekunden. Also an der Stelle. Der springt halt nicht weiter und macht nochmal so einen hohen Sprung, dass ich dort oben auf den Donutring drauf komme. Na gut, 8 Sekunden. Ich denke mal, ich kann gleich weiter von hier unten anfangen. Eieiei, Zeit abgelaufen, haben wir schon. Naja gut. 10 Minuten haben wir gebraucht. Ich sag mal, das erste bis hierher war jetzt nicht ganz so schlimm. Der erste Weg bis hier rüber. So, jetzt sind wir an der gleichen Stelle wieder. Und die Donutblöcke werden wir hier auf jeden Fall
Okay, okay. Lass den da drinnen bitte. Okay, Reset-Tier hier nach oben haben wir. Das ist schon mal sehr prickelnd. Das ist sehr praktisch. Können wir ja hier weitergehen. Reset-Tier. Damit ich da drauf komme, genau. Vielleicht hätte ich sogar da dran springen müssen. Ah, gute Frage. Vielleicht gibt es ja eine Ranke drin oder so. Ja, genau das habe ich mir nämlich gedacht. Dass da eine Ranke drin ist. Dass ich damit jetzt hier hochkomme. Okay, dann geht's weiter. Okay. Ich glaube, ich muss ja nochmal resetten, ne? Damit ich da nach oben komme. Aber das ist schon mal gut, dass er hier immer schöne Reset-Türen hingemacht hat, der Justin. Okay, wo muss ich hin? Da hat mich das Trampolin wieder nach unten geschoben. Also ich muss definitiv nach oben. Die Frage ist, muss ich in die Röhre rein? Okay, jetzt hat man gar keine Chance mehr, da hochzukommen. Aber ich hätte gerne... Ich weiß gar nicht, habe ich eigentlich einen neuen Checkpoint? Ich glaube nicht, ne? Nein, nein! Ach, hier unten ist auch noch eine Tür. Okay... Das wird knapp, das wird knapp. Lack mich am Popokatapete. Ich muss die aktivieren. So, jetzt muss ich hier drauf stehen bleiben. Muss mich, denke ich, mal ducken, obwohl es könnte sein, dass mir da gar nichts passiert. Oh, das war knapp. Das war echt knapp, ey. Okay. Nein. Meine Güte. Muss ja irgendwie da nach rechts kommen, oder? Hier kommen immer noch diese Knotenblöcke an. Also hier hätte ich mir vielleicht sogar noch einen Pfeil gewünscht, in welche Richtung man muss. Muss ich sagen. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht gewesen. Ich denke mal, ich muss auf einen der... Ich muss auf einen dieser Blöcke hier.
Und dann geht's weiter. Hä? Okay. Muss ich doch irgendwo dort rein? Also da hätte ich mir vielleicht... Da hätte ich mir sogar vielleicht einen Pfeil gewünscht. Schwierig, jetzt muss ich natürlich das Gänse nochmal machen, ne? Ich hatte ja noch nicht, ja. Uiuiuiui. Das ist natürlich schwierig. Aber Momentchen mal. Ich brauche ja eigentlich den Weg. Ich brauche ja den Weg eigentlich gar nicht gehen, weil ich habe doch eigentlich. So, habe ich nicht hier unten eine Tür, bei der ich bis nach oben komme? Aber ich glaube, ich bin gestorben, deswegen ist sie nicht offen, ja. Ach, Mist. So, ich habe die Switch-Tür noch nicht aktiviert. Das heißt, ich muss das Ganze hier nochmal machen. Also da hätte ich mir hier oben vielleicht sogar... Hätte ich mir vielleicht sogar hier oben einen Checkpoint eher gewünscht, damit man die ganze Chose hier nicht nochmal machen muss. Eieieiei. Das ist echt krass. Mann. Ich will aber eigentlich hier nicht aufgeben. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann klappt der Sprung mal und dann... Ich hasse diese Dinger, ich hasse diese Dinger, das, weil die nicht funktionieren, weil die so... unvorhergesehen sind. Eieieiei. Also der Checkpoint da unten ist gut gewählt, ich hätte ihn aber lieber hier oben hingemacht, nachdem man den Peace-Schalter betätigt hat, dass man den dann jedes Mal wieder betätigen kann. Weil das ist echt, das ist wahrscheinlich nervig und vielleicht kriegst du hier auch das ein oder andere Buu, muss ich ganz ehrlich sagen. Also von mir gibt es auf jeden Fall kein Buu, das ist Fakt. Aber ich hätte, wie gesagt, ich hätte den Checkpoint da oben hingemacht, wo der Peace-Schalter ist. Am besten über die Blöcke.
Du siehst ja selber, wie lange ich hier brauche, um wieder da hochzukommen. So. Und das ist eigentlich schon wieder ein No-Go hier. Das ist, also ein No-Go ist es nicht, das erzähle ich ja. Es ist eine sehr frustrierende Stelle. Ah, das gibt's nicht, ey. Dann ist man da oben und dann hat man halt keine Zeit mehr weiterzukommen, weil man dann oben nicht sieht, wo genau man weiter muss. Ich habe jetzt sogar schon nur noch 200 Sekunden. Ah, das gibt's nicht. Und da oben, wie gesagt, dort oben weiß ich halt einfach nicht, wo ich hingehen muss. Nach links, nach rechts, in eine Röhre. Da hätte ein Pfeil auf jeden Fall das ein oder andere, die ein oder andere Sache mag. Ah, Mann. Wie gesagt, ich denke mal, die Donutblöcke werden mich hier brechen. Wenn ich jetzt nochmal da hochkomme, nützt mir das ja nichts, weil die Zeit abläuft. Dann muss ich das Ganze hier nochmal machen. Und das ist echt frustrierend. Ich habe mich eigentlich wirklich irgendwie auf das Level gefreut. So, hier hätte ich jetzt einen Checkpoint hingesetzt, dass man sich immer wieder diesen Punkt hier holen kann. Dass man sich immer diesen Punkt hier holen kann. Weil das ist echt hier jetzt nochmal so eine fiese Stelle. Da unten ist zwar eine Tür. Aber hier weiß ich halt irgendwie nicht so richtig, wo ich hin muss. Also nach rechts kann ich ja... Da komme ich nicht rein. Da komme ich nicht rein. Ich weiß nicht, ob ich in irgendeine Röhre rein muss oder so. Okay, das ist auf jeden Fall sehr gut hier, aber wie gesagt, jetzt muss ich ja das alles nochmal machen. Mit den komischen Piepblöcken. Da hätte ich mir eine andere Stelle für einen Checkpoint gewünscht, muss ich ganz ehrlich sagen. 16 Sekunden, naja, ich werde im nächsten Part weitermachen dann hier. Dass ich nicht so... Ja, ich werde den Part hier beenden und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, euer Basti. Tschüssi.